Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Republic Commando mit mir, dem Drachenburschen. Wir rücken hier weiter vor und versuchen jetzt das Druidenschiff zu zerstören, damit sie den Wookie-Planeten Kashyyyk nicht mehr angreifen können. Damit ihre Verstärkung zerstört wird. Naja, das sieht explosiv aus. Ja, das war auch explosiv. Na komm, geh kaputt. Ich muss warten, bis es nicht mehr so britzelt, nicht mehr so blitzt. Weil es mir sonst... Ah, wieso rennt der Idiot auch vor? Mann, wieso rennt der alleine vor? Könnt ihr mir das mal erklären? Er spielt ja so wie ich. Hat die KI einen eingebauten Lernmodus, der sich meiner Spielweise anpasst oder so ähnlich? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, dass das eher seine eigene Dummheit war. So, einer weniger. Was? Ich dachte, der... Ah, jetzt ist er kaputt, oder? Ne, es sind zwei. Sag mal, wo kommen denn die alle her? Nein, lass mich in Frieden. Ich glaube, ich nehme jetzt die Waffe. Ja, jetzt werdet ihr mal sehen, was ihr davon habt, mich anzugreifen. Jetzt kommen die, jetzt fahre ich die harten Geschütze auf. Ja, genau, so muss das gehen. Mit einem Schuss zwei von denen erledigt. Ja, das ist kein, ja, ist ein Ex-Feind. Das ist aber nur lustig, wenn es eine Echse ist, wenn du sagst, das ist ein Ex-Feind. Aber es ist keine Echse. Da bräuchte man wieder ein bisschen Lebensenergie. Das ist keine Echse, das ist nur ein stinknormaler, dummer Droide. Okay, sind da noch irgendwo Droiden? Nein. Na, dann gehen wir mal back dann. Was, wer gehört Ihnen? Achso, das ist das erste Geschütz. Ah, okay, wir haben das erste Geschütz gefunden. Wir müssen ja vier solche Geschütze finden, damit wir den Kreuzer vom Himmel holen können. Ah, so schaut der Kreuzer aus. Oh, schon ein ziemlich fettes Teil. Na gut, wenn wir die anderen vier haben, dann können wir ihn... hoffentlich vom Himmel holen. Dann wird sich unser Team langsam aufteilen und bald sind wir dann ein paar weniger. Dann muss ich irgendwann allein zurechtkommen, weil ich vermute mal, ich darf das letzte Geschütz mir suchen. Habe ich so die Vermutung. Naja. Schauen wir mal. Zumindest sind wir jetzt nur zu dritt unterwegs. Das bedeutet, dass wahrscheinlich auch etwas weniger Gegner kommen. Auch wenn es mich wundert, dass jetzt hier weniger Gegner kommen, weil sie diese Dinger, diese Geschütze hier eigentlich am härtesten verteidigen müssten. Ja, ja, schon wieder Geonosianer. Ja, wenn ich die Geonosianer sehe, habe ich auch mal ein ungutes Gefühl. Die Geonosianer sind nämlich widerliche Biester. Besonders, wenn sie ihre Strahlenwaffen da auspacken. Dann ist der Spaß ganz schnell zu Ende, aber nur wenn sie mir hier nur ankommen mit ihren komischen... Nein, falsche Seite. Ach, ihr habt das noch nicht verstanden. Moment. Nein, nein, bitte nicht wieder die von oben. Okay, das ist nur ein normaler... Da ist noch eine Magna-Wache. Ja, okay, das sind nur die normalen Geonosianer. Aua. Hört ihr auf. Solange nur die normalen Geonosianer kommen, habe ich kein Problem damit. Mit denen komme ich ganz gut klar. Die kann ich alle schön messern. Wo ist der andere? Da ist der andere. Ja, drei hintereinander gemessert. Ich soll hier ein Messer... Ah! Einen Kill-Bonus bekommen oder sowas, aber kriege ich leider nicht. Gehst du weg. Kann ich auch mal messern. Ja, ich würde dir ja gerne helfen, aber ich habe hier gerade andere Probleme. Ich versuche nämlich gerade zu messern. Wenn auch mehr oder weniger effektiv nur, aber... naja. Magna-Wache, komm her. Jawohl, Magna-Wache gemessert. Ja, meine Vibro-Klinge habt ihr nichts entgegenzusetzen. Die haut alles weg. Ah, komm, geh weg. Komm, zu dritt drauf auf den da. Zu dritt messern, dann haben wir ihn bald. Alter, der hält aber auch nicht was aus. Der will nicht gemessert werden. Alle auf den da. Sag mal, wie viel hält denn der aus? Ist ja unschön. Hab mich schon gewundert. Schade, dass wir einer weniger sind. Wenn wir einer mehr wären, dann wäre das Ganze auch leichter. Okay, der ist kaputt. Er wird eins mit der Macht. Jedenfalls sieht's so aus. Auch wenn die Druiden natürlich keine Macht haben. Die Magna-Wachen. So, ich hab doch noch so einen Sniper-Aufsatz. Oh ne, da kommt schon wieder mehr. Die kriegen aber auch nie genug von uns. Ja, da weicht er zurück. Das tut ihm weh. Aber irgendwie tut ihm die Sniper vom anderen mehr weh als meine Sniper. Naja. Der andere ist auch als Sniper ausgebildet. Der hat irgendwie bessere Munition oder so ein Kack wahrscheinlich. Cheater. So, Jungs, herkommen. Alle herkommen. Glaube ich euch, dass ihr das den ganzen Tag machen könnt. Müsst ihr aber nicht den ganzen Tag machen. Wo, beziehungsweise wir machen das hier wahrscheinlich schon den ganzen Tag. Also ich weiß ja nicht, wie lange in echter Zeit diese Mission hier dauert, aber ich vermute mal ziemlich lange.
Ah, okay, das Geschütz ist auch... Hätte ich so einen Zufall, dass hier nur noch zwei Bagdad-Tanks rumstehen und nicht wie beim letzten Mal vier Bagdad-Tanks, ne? Ich sag nie nein zu Bagdad. Ich sag immer nur ja zu Bagdad. So sieht das Schiff übrigens von der anderen Seite aus. Und er ballert da schon fleißig drauf. Aber bald bin ich auf mich allein gestellt. Und rein da. Komm, werf noch eine Granate rein. Nein, keine Granate. Na gut, dann halt keine Granate reinwerfen. Oh Gott, das sind aber einige. Na, lass sie herkommen. Ja, geht's weg. Geh da weg, geh doch nicht vor. Ah, es tut so weh. Es tut so weh, dem beim Kämpfen zuzusehen. Er ist so unfähig. Ah, Mann, wenn man hier alles selber macht. So, mal eine Granate reinwerfen. Oh, die war gut. Die hat gleich mehrere erwischt. Ja, so können wir die natürlich doch noch ausschalten. Und ich kann ihm vielleicht sogar gar noch das Leben retten. Meinem Kollegen da vorne. Meinem wagemutigen. Ja, momentan macht er eher meinen guten Kollegen Scorch da fertig. Na wohl, wir haben sie sogar alle. Na gut, er hat Scorch sogar schon fertig gemacht. Gut, dass ich hinten geblieben bin. Wenn ich auch vorgerannt wäre, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich auch neben dir am Boden gelegen und wir hätten, die Mission wäre gescheitert. Das Druidenschiff wäre nicht zerstört worden und überhaupt. Alles wäre verloren gewesen. Da kommen jetzt nochmal Druidikas. Ja, die habe ich gehört. Die waren zu laut. Nochmal eine Granate reinwerfen. Ah! Das ist ein elektrischer Boden hier. Ein leitender Boden oder was? Und der Wiese hat uns die Granate gerade eben mit erwischt. Boah, hier explodiert ja alles. Hier geht ja alles nur noch in die Luft. So. Ah, da kommen wir schon wieder. Na, der ist kaputt, ja. Oh, wir werfen nochmal eine Granate darunter. Da freuen sie sich bestimmt. Na, jetzt kann ich mich allein um die kümmern. Sind die schon tot? Nee, aber der ist tot. Oh, was? Mit einer Granate sind die schon tot? Normalerweise halten die doch endviel aus. Anscheinend halten die unterschiedlich viel aus. Hm, komisch. Naja. Komm, auf mit dir. Hopp, hopp, hopp. Zeit ist Geld. Kashyyyk wird zerstört, wenn wir uns nicht beeilen. Hey, Bagdad-Tank. Jetzt kommt der nächste große Kampf und dann sollten wir beim nächsten Geschütz sein. Dann hast du hier auch dein Geschütz. Dein privates Geschütz. Komm. Einmal schön Bagdad und dann hier Granate rein. Aber der wirft, glaube ich, keine Granate rein. Nee, da sprengt die Tür nur. Schade. Oh nein. Ich habe da überhaupt keine Munition mehr. Wieso ist da ein Spinnendroide? Ja, du gehst mal dahin. Nein, nicht drauf schießen, dahin gehen. Oh, verdammt, ein Spinnendroide. Die Dinger kann ich ja mal gar nicht leiden. Und noch Geonosianer. Die kann ich auch nicht leiden. Aber die Spinnendroiden kann ich noch weniger leiden. Aber hier kann man wenigstens. Hier gibt es genügend Punkte, wo man in Deckung gehen kann. Das ist zumindest recht angenehm. Werfen wir ein paar Granaten. Vielleicht. Oh, da ist. Vielleicht ist er da empfindlich da hinten. Geh weg. Oder? Könnte es sein, dass er da hinten anfällig ist? Da leuchtet so rot. Da, hier, diese Stelle da. Ja, die könnte, glaube ich. Da könnte anfällig. Ja, doch, das. Könnte was bringen. Ja, der hat auch nur darauf gewartet, dass ich ihn. Oh, fuck, der andere ist schon am Boden von mir. Mist. Nicht gut. Das heißt, es mal ich. Mal wieder ich gegen den Superkampf-Druiden. Aber ich habe ihn, glaube ich, aber mit dem anderen. Ah, geh weg. Mit der Granate habe ich ihm, glaube ich, einiges abgezogen. Ja, ich würde meine Einheit gerne auf Trab bringen, aber. Meine Einheit ist gerade am Boden. Die wollen sie nicht auf Trab bringen lassen. Na, wenigstens trifft er nicht. Oh, der hätte schon getroffen fast. Der hat leider getroffen. So, ach, geh weg. Lass mich in Frieden. Ja, lass mal treffen. Ah, diese Duelle. Ach, sag mal, wie viele kommen denn da? Die haben echt ganz Geonosis hier importiert. Die Droiden. Ich bleib mal hier in Deckung, bis sich meine Gesundheit wieder ein bisschen regeneriert. Schade. Könnte auch mal versuchen, da vorne zum Bagdad-Tank zu kommen, aber ich befürchte fast, dass ich das nicht überleben würde. Was? Ich habe doch noch Granaten. Soll mal eine Granate hinwerfen. Ah ne, das sind bloß die anderen Granaten, die nichts bringen. Aber die Granaten könnten was bringen. Ja, wenn ich genau so stehe, dann trifft er mich nicht, aber die Granaten treffen ihn. So, alle rein Granaten. Alles rein, was wir haben. Ich glaube, wir haben ihn, oder? Jawoll. Jawoll. Haben wir es doch noch geschafft. Wobei der auch schon wieder... Ein Ekel hier. Aber er war nicht so lange der. Also, ein Ekel hier Typ war. Ein Ekel hier Gegner. Aber der Kampf war nicht ganz so lange wie gegen diesen einen
Spinnendroiden damals, wo wir das Kernschiff infiltrieren wollten. Da war ja einer, da habe ich ja ewig gekämpft gegen den, aber da hatte ich auch nicht so gute Waffen. Ich glaube, da habe ich das Spiel auch nicht so ganz verstanden. Also, das Spiel schon, aber die unterschiedlichen Fähigkeiten der Waffen habe ich da noch nicht so gut eingesetzt damals. Naja, mittlerweile weiß ich ja ganz gut, wie es funktioniert. So, weiter. Ach komm, lass doch die dummen Genosianer in Ruhe, die können eh nix. Da ist doch nix, ich sehe da nix. Na, da geht's rein. Schieß nicht auf Dinge, die nicht da sind, sondern mach da auf. Nee, da ist echt niemand. Und rein da. Okay, da ist nur eine große, das ist alles dunkel, ein großes schwarzes Loch ist da. Naja, machen wir mal unsere Verstärker an. Es gefällt den Geonosianern natürlich, wenn es dunkel ist. Die leben ja in ihren Höhlen, da waren wir ja auch schon auf Geonos, in den Geonosianer Höhlen. Ja, du hast das Kommando, aber nur du hast das Kommando, nur so lange, bis du auch drauf gehst. Ja. Hat ja nicht lange gedauert, bis du drauf gehst. So, dann tun wir nochmal schnell laden. Schnell speichern, 21.18 Uhr, 21 Uhr Autospeichern, 21.20 Uhr. Haben wir dann noch einen neueren Spielstand? 21.20 Uhr, na, nehmen wir den mal einfach mal. Ja, ich möchte den laden. Was, der da ist das? Achso, das, da wird mir nur nochmal die Mission angezeigt. Ah, okay, der genau, perfekt, der hat da gespeichert. Der hat da gespeichert, wo wir gerade den Spinnendroiden ausgestaltet haben. Sehr vorteilhafte Speicherpunkte, kann man nur sagen. Du tust dich mal wieder backdern hier und ich backder mich auch. Doch, ich frage sogar, ob du es glaubst oder nicht. Komm, backdern. Backdern, backdern, backdern. Backdern ist wichtig. So, hier, ach, hier können wir nur aufsprengen. Auch wenn sinnlos ist, die Tür aufzusprengen, weil die aufzusprengen. Weil die Geonosianer da drinnen. Weil er ja eh keine Granaten haben. Ja, ja, ich eliminiere Gegner gleich. Aber die kommen da ziemlich viele und ziemlich schnell da. Nein, geh weg. Hm, Dankeschön. Aber davon kamen so viele, deswegen haben sie mich vorhin erwischt. Aber wenn er jetzt alleine vorrennt, dann kann er hier mal meinen Bauernopfer spielen. Alter, wie viele sind denn hier? Wenn ja nicht weniger. Also was ich in dem Spiel schon an feindlichen Spezies von Trandoshanern, Geonosianern und sonst was umgebracht habe hier, das ist ja nicht mehr schön. Dabei wäre es doch viel interessanter, mehr über die zu erfahren und mit ihnen zu reden und was weiß ich. Aber ich befürchte, das ist nicht der Weg der Klonkrieger. Das ist eher der Weg der Jedi. Hey, wir haben wieder Munition. Ja, du musst es noch ein bisschen aushalten. Aber warte mal, du hast nicht so wirklich viel Lebensenergie. Dann gehen wir nochmal lieber ein bisschen zurück. Lassen dich nochmal backdern. Wobei, ich glaube, den Spinnendroiden haben wir eh überstanden. Jetzt müssen wir das Schlimmste überstanden haben, denke ich. Jetzt sollten wir auch weiterkommen. Ja, mach auf. Ich glaube nicht, dass da noch so viel Schlimmes kommt jetzt. Also vor dem nächsten Geschütz. In das er sich dann reinsetzt wahrscheinlich. Okay, noch sehe ich nichts. Ist da auch so dunkel? Ne, da ist nicht mehr dunkel. Na gut, dann können wir hier weiter. Na, nicht noch ein Spinnendroide. Ach komm, ich glaube, ich spinne im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Achtung, Delta, ist mir klar. Ach nö, also das muss ja wirklich nicht sein. Au! Ach, der hat da durchgeschossen. Aua. Aua, aua. Laden wir die lieber noch. Da lade ich lieber nochmal schnell. Habe ich hier habe ich gespeichert. Na gut. Ja, geh mal. Hau den, nein. Geh mal weiter. Weg mit dir. Wenn sie mich so im Nahkampf angreifen, dann habe ich genau eine Chance. Nämlich sie so zu erwischen. Wenn ich sie da im Flug erwische, dann haben sie auch keine Chance. Drei. So, so wird man mit denen fertig. Ist da noch einer? Da ist noch einer. Ach komm, was war denn das für ein Ding? Das war irgendeine Explosion. Zumindest die Geonosianer haben wir ausgeschaltet. Mist. So, machen wir deinen Visormodus. Deinen Visormodus bitte wieder an. Immerhin haben wir wieder Munition für den Werfer der Wookies. Aber das hilft uns alles nichts. So, du gehst dich hier nochmal backdern. Ach, du hast es, du musst dich gar nicht backdern, nur ich muss mich backdern. Diesmal wäre ich fast drauf gegangen, na wunderbar. Ah, diese, vor allem da kommen wir so aus einem komischen Winkel auf den Droiden zu, dass wir direkt auf ihn zulaufen müssen erstmal. Wo er uns dann richtig schön erwischen kann. Ist hier eine nicht gerade schöne Stelle. Na egal, wir kriegen das hin.
Ja, ich weiß, auf der anderen Seite ist. Und ich möchte es nicht sehen. So. Das Ding schieße ich mal selber kaputt. Dann kannst du hier gleich in Deckung gehen. So. Und dann versuche ich mal nicht... Ah, okay, du bist da in Deckung. Gut, das passt. Dann kümmere ich mich derweil um die Spinnruinen und nerv ihn ein bisschen. Geh ein bisschen um ihn rum und so. Das findet er wahrscheinlich nicht so geil. Ich glaube hier, wenn ich das Ding da oben drauf schieße, das tut ihm auch einiges abziehen. Geh weg. Ah, komm. Ja, du fliegst nirgendwo mehr hin. Nein, nein. Nicht mich abschießen, Spinnruide. Muss ich ausnutzen, dass er ziemlich langsam ist. Was machst du da? Ach, du hältst mir die anderen vom Leib. Ah, ja, gut. Auch recht. Aber wir haben ja noch den Wookie-Werfer dabei. Dann nehmen wir den einfach mal. Dann schießen so von der Seite auf das Springrad. Was war denn das? Der kann mich doch gar nicht getroffen haben. Ja, da können wir auch gleich wieder laden. Aber eigentlich hätte er mich nicht treffen können. Bin doch extra so schön in Deckung gegangen. Ja. Na gut, dann versuche ich zu... Ja, ja. Dann versuche ich in Zukunft direkt hinter ihm zu bleiben. Um gar nicht in seine Nähe zu kommen. So, das machen wir kaputt. Du gehst da. Du gehst da schön hin. Und ich kümmere mich um den Spinnroiden. Oh ja, der hat gesessen. Gleich noch einen gleich mal so einen schönen reinhauen. Was? Wir haben nur einen Schuss mit dem anderen Ding? Das kann ja nicht sein. Kann ich hinten rumspringen? Ja, kann ich. Ah, der hat noch so andere Granaten. Wahrscheinlich hat er mich vorhin mit den anderen Raketen erwischt. Ah, okay. Ah, die Dinger kann man auf ihn irgendwie drauffallen lassen. Diese da. Okay, das hat jetzt nicht funktioniert, aber beim anderen hat es funktioniert. So, nochmal die Waffe nehmen. Aua. Ah, der hat jetzt gerade eben hat er die Raketen auf mich abgefeuert. Diesmal habe ich es gesehen. Wenn er mich nicht schnell genug kriegt, dann wirft er natürlich die Raketen abfeuern. Der andere tut aber auch ordentlich auf ihn drauf holzen. Er blinkt hier schon, das ist gut. Nochmal nachladen. Feuer! Das war schön. Das haben wir schon, damals schon deutlich dümmer angestellt. Na, geh weg. Ja, nicht mit mir, mein Freund. Mit mir musst du das gar nicht probieren. Und wieder haben wir einen Spinnenruiden ausgeschaltet. Ein weiteres ekliges Viech auf dem Weg zu unserer Weltherrschaft oder so ähnlich. Ah, echt widerliche Biester, kann ich nur betonen. Na, okay, Munition habe ich, glaube ich, alles mitgenommen. Na, dann geht's jetzt auf in den nächsten Raum. Aber jetzt müssen wir eigentlich beim Geschütz sein. Also das zwei Spinnruiden mussten wir zu zweit besiegen, ja? Sonst mussten wir immer zu viert einen besiegen. Mein ja nur. Na gut, das Spiel muss ja auch ein bisschen zulegen zum Ende. Wäre ja langweilig, wenn das Spiel komplett langsam wollte ich sagen. Nee, ich wollte eigentlich sagen, wenn das Spiel komplett leicht wäre. Aber fängt auch mit L an. Ist ähnlich. Jedenfalls ein bisschen. Da oben sind wieder Bacta-Stationen, aber ich will gar nicht Bactern. Ja, schön, dass der Kontrollpunkt gespeichert wurde. Ah, da ist ein Geschütz. Da ist das rettende Geschütz. Na, rein da. Lass da reingehen. Ach, da ist noch jemand, der dich davon abhält, reinzugehen. So, 6-2 hat Raketenwerfer erreicht, das ist schön. Wieso darf ich den eigentlich nicht benutzen? Wieso darf der den Raketenwerfer benutzen? Das finde ich gemein. Ich bin der Teamleader, ich bin der Wichtigste. Ich müsste eigentlich den am leichtesten zu erreichenden Raketenwerfer kriegen und ihn dann nur noch Befehle geben, den anderen. Aber nein, ich muss hier die ganze Drecksarbeit machen. Na, was soll's. Egal. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit euch sein. Ich hoffe, wir können nächstes Mal das Droidenschiff vom Himmel schießen. Bis dann. Servus.